Disclaimer: Im folgenden Video geht es um das Thema Sexualität und Traumapädagogik. Die Inhalte dieses Videos können belastend sein. Falls Sie Hilfe benötigen, können Sie sich unter dieser Nummer melden: 0800 22 55 530. Rosa Klein, 13 Jahre alt, besucht die 7. Klasse. Sie wird regelmäßig von ihrem älteren Cousin Max belästigt, wenn sie allein zu Hause ist. Max nutzt jede Gelegenheit aus, wenn ihre Eltern nicht da sind, um sie zu berühren und unangemessene sexuelle Kommentare zu machen. Rosa fühlt sich äußerst unwohl und ängstlich, aber aus Scham und Angst vor weiteren Übergriffen schweigt sie über das Geschehene. Aus Erzählungen ihrer Klassenlehrerin ist sie die Klassenbeste und eine lebensfrohe und aufgeweckte Schülerin. Doch vor 2 Wochen hat sich dies drastisch geändert. In Mathe hat sie die Note 5 erhalten. Außerdem wirkt sie sehr zurückgezogen. Auch von ihrer Clique entfernt sie sich immer mehr und ist in den Pausen meist in der Bibliothek und nicht mehr auf dem Sportplatz mit den anderen SchülerInnen Fußball spielen. Die Klassenlehrerin ist überfordert mit der Situation und weiß nicht, warum Rosa sich so verhält und ihre Noten sich verschlechtert haben. Daher wendet sich die Klassenlehrerin an die Schulsozialarbeiterin Frau Steinweg. Frau Steinweg hat Kontakt zu Rosa aufgenommen. Bisher haben die beiden 2 Gespräche geführt. In dem 2. Gespräch konnte sich Rosa schon teilweise öffnen. Nun findet das 3. Gespräch statt und Frau Steinweg hat die Hoffnung, tiefgründiger zu werden und die Ursache für den starken Nachlass auf die Noten sowie ihr Verhalten auf den Grund zu gehen. Die Sozialarbeiterin sitzt im Büro und denkt nach. Ich vermute, dass Rosa ein Trauma von den Vorfällen mit Max hat. Sie zeigt die mir bekannten typischen Anzeichen eines Traumas. Unter anderem hat die Lehrerin berichtet, dass Rosa starke Konzentrationsprobleme im Unterricht hat und sich immer mehr von ihrer Freundesgruppe zurückzieht. Rosa hat bei dem letzten Gespräch erzählt, dass ihr in mehreren Situationen schlecht geworden ist, sie jedoch keinen Grund weiß, weswegen ihr schlecht sein könnte. Ich sehe sie heute wieder. Das ist dann unsere 3. Sitzung. Bei der letzten Sitzung vereinbarten wir, dass sie vielleicht erstmal versuchen soll, Max aus dem Weg zu gehen. Nach der 2. Sitzung habe ich mich mit einer Traumapädagogin unterhalten und musste feststellen, dass sich meine Vermutungen verstärkt haben. Mein Ziel ist es, in der 3. Sitzung mit Rosa herauszufinden, ob sie ein traumatisches Ereignis hat. Ah, da ist sie. Hey Rosa, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du wieder hier bist. Ich finde es gut, dass du dich mir weiterhin anvertrauen möchtest. Rosa wirkt nervös und unruhig. Hallo Frau Steinweg. Danke, dass ich hier sein darf. Du weißt ja, du bist hier sicher und es bleibt alles unter uns. Die Regeln unserer Gespräche bezüglich der Schweigepflicht und den Umgang mit deinem Fall nach außen habe ich dir ja bereits gesagt. Oder hast du mittlerweile eine Frage dazu? Du hast mir versprochen, meinen Eltern nichts zu erzählen. Hast du dich daran gehalten? Frau Steinweg nickt. Ja, noch wissen deine Eltern nichts davon. Wenn du dich bereit fühlst, wäre es gut, wenn du deine Eltern einweist. Dadurch können sie dich vielleicht besser verstehen und für dich da sein. Okay, noch will ich das nicht. Frau Steinweg nickt und hört Rosa gespannt zu. Okay, dann weiß ich Bescheid. Das ist kein Problem. Wie geht es dir denn heute? Mir geht es heute ganz gut. Ich war auch zum ersten Mal wieder in der Pause bei den anderen Mädchen. Wie du es mir gesagt hast. Sie haben mir ein gutes Gefühl gegeben und ich habe mich in ihrer Nähe nicht ganz so unwohl gefühlt. Jedoch wurde es mir zu viel und ich bin relativ schnell ins Klassenzimmer gegangen. Frau Steinweg hört aufmerksam zu. Das klingt wunderbar, Rosa. Das war ein mutiger Schritt von dir. Das ist doch ein Fortschritt, dass du dich in der Nähe bei deinen Freunden wohlgefühlt hast und Zeit mit ihnen verbracht hast. War ja keine große Sache. Natürlich, das war ein großer Schritt. Ich bin sehr stolz auf dich. Okay. Beim letzten Mal hast du mir bereits erzählt, was vorgefallen ist und wie du dich dabei gefühlt hast. Außerdem haben wir darüber geredet, was du machen kannst, wenn du dich unwohl fühlst. Gab es in den letzten Tagen so eine Situation? Und wie bist du damit umgegangen? Du hast mir ja gesagt, dass ich vielleicht erstmal versuchen soll, Max aus dem Weg zu gehen. Er war am Samstag wieder zum Babysitten da. Als ich wieder seinen nervigen Klingelton gehört habe und er mit seinen Freunden telefoniert hat, hatte ich sowieso keine Lust mehr, unten zu bleiben. Zudem wurde mir in dem Moment wieder schlecht. Dann habe ich mich dazu entschlossen, den ganzen Tag in meinem Zimmer zu verbringen, die Tür abzuschließen und Fußballvideos zu gucken. Ich finde es gut, dass du dich zurückziehen und Abstand von Max nehmen konntest. Aber wie kam es dazu, dass sie wieder schlecht war? Ich weiß es nicht so genau. Das passiert ab und zu einfach. Meistens passiert es dann, wenn Max mit seinen Freunden telefoniert. Aber ich denke, dass es bestimmt nur am Essen liegt. Max macht jedes Mal nur Dosenravioli. Das Telefon der Sozialarbeiterin klingelt. Sie ignoriert ihn und wird von Rosa überrascht.
die zunächst wie gesteinigt auf dem Stuhl sitzt und dann panisch wird. Sie springt auf, greift zum Handy und wirft es durch den Raum. Sie scheint sich gar nicht mehr beruhigen zu können. Rosa, ist alles in Ordnung mit dir? Frau Steinweg ist schockiert. Rosa zittert stark und scheint die Worte von Frau Steinweg nicht zu hören. Die Sozialarbeiterin geht Rosa hinterher und fragt sie, ob alles in Ordnung ist. Diese ist auf die Mädchentoilette gerannt und übergibt sich. Danach sitzt sie apathisch vor der Toilette. Rosa scheint nichts mehr aufzunehmen. Frau Steinweg bleibt noch an Rosas Seite, bis diese sagt, dass sie jetzt allein sein möchte. Nach dem Gespräch reflektiert die Sozialarbeiterin das Gespräch. Meine Vermutung bestätigt sich immer mehr. Rosa scheint ein Trauma zu haben. In unserem Gespräch eben fing mein Handy an zu klingeln und Rosa reagierte mit einer Art Flashback. Sie hat mir erzählt, dass sie sich von Max entfernte, als mal wieder sein Handy klingelte. Vielleicht habe ich den gleichen Klingelton wie Max und dieser löst bei Rosa dieses Flashback aus. In meinem Gespräch mit der Traumapädagogin letzte Woche sagte mir diese, dass ich darauf achten soll, wie Rosa sich verhält und nannte mir drei zentrale Phänomene, auf die ich achten soll. Übererregung. Diese lässt sich zum Beispiel daran erkennen, dass ihre Noten in der Schule schlechter werden und sie sich aus allem herauszieht. Wiedererleben. Das zeigte sie mir soeben durch ihr Flashback, welches vermutlich durch meinen Klingelton ausgelöst wurde, einen sogenannten Trigger. Und die Vermeidung. Sie wird dadurch sichtbar, dass sie sich aus allen Situationen herauszieht und jetzt eben auch wie apathisch dasaß. Das klingt für mich schon sehr stark nach einem Trauma, gerade nach meinem Gespräch mit der Traumapädagogin. Nur was muss ich jetzt tun? Ein nächstes Treffen habe ich noch nicht mit Rosa ausgemacht. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Vorher muss ich aber noch meine Hausaufgaben machen. Die Traumapädagogin sagte mir, dass wenn sich der Fall bestätigt, ich sie auf jeden Fall erneut anrufen soll. Ich kann dann auch weitervermitteln. Dafür müsste ich vorher aber die Eltern von Rosa hinzuziehen. Nur wie überzeuge ich Rosa davon, ohne ihr Vertrauen zu missbrauchen? Ich werde sie definitiv nochmal um ein Gespräch bitten und mit ihr offen darüber reden, dass ich eine Traumapädagogin kontaktiert habe, um mich sicherer zu fühlen. Außerdem werde ich die Ressource nutzen, dass sie ein sehr gutes Verhältnis mit ihren Eltern hat und ihr sagen, dass es jetzt an der Zeit wäre, sich ihren Eltern anzuvertrauen. Ich hoffe, ich mache keine Fehler in meinen Gesprächen und bin froh, dass ich als Schulsozialarbeiterin immer auf meine Kollegen der Kinder- und Jugendhilfe zurückgreifen kann.